ihr Lieben, weiter geht's. Wir haben einen neuen Plan und wir müssen den jetzt den anderen mitteilen. Beziehungsweise, wir sind hier im optionalen Grab, da war ja was. So. Wow. Wo sind wir hier? Irgendwas hat hier anscheinend noch nicht geladen. Dann gucken wir einfach hier erstmal. Da drüben waren beim letzten Mal Gegner. Weiter, hier können wir die Türe aufreißen. Oh, 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 hört ihr die Leute? Oh je, oh je, oh je. Oh, Wölfe. Ich dachte eigentlich, das wären jetzt menschliche Gegner. Und nicht, dass jetzt hier Wölfe auf uns warten. Okay, aber wir können hier die mitnehmen. Hier können wir die Kiste aufmachen. Was haben wir hier denn noch so? Ja, ein Schlachthaus, okay. Wir gucken gleich nochmal in das optionale Grab, ob das jetzt fertig geladen hat, aber. Bin erstmal skeptisch. Haben wir den ausgenommen? Hier haben wir nochmal Pilze zum Einsammeln. Ja, wieder ein paar Typis umgebracht. Der Wolf. Also mit dem Kämpfen, Töten und Durchspielen, da, das funktioniert schon viel besser jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue. Aber ich will eigentlich da vorne das optionale Grab machen. Und wir gucken mal, ob wir jetzt was anderes haben als leerer Abgrund. Ah, das sieht schon viel besser aus. Dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe die Grafik noch einmal eine Stufe höher gestellt, wodurch jetzt die Haardetails von Lara noch mal genauer sind. So. Wir können das anscheinend jetzt erstmal nicht anzünden. Also gehen wir weiter, gucken weiter. Wir haben hier noch mal Pfeile. Ist jetzt erstmal hier nichts. Wir können das anzünden. Vielleicht gibt uns das Licht. Sehr schön. Wir müssen das da oben anzünden. Aber das können wir ja machen, weil wir haben ja gelernt, wir können das auch mit Feuer fahren. Vielleicht hätte es noch einen anderen Weg gegeben, aber wir nehmen jetzt den, dann können wir jetzt wieder. Wow. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay.
besten, bevor da wieder das ganze Gift ausbricht. Mal gucken, können wir die auch mit anzünden? Sehr schön. Die kann man anzünden. Ich versuche mir jetzt erstmal ein bisschen Licht zu machen. So. Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir darunter wollen. Na, wie kommen wir darüber? Also einmal die Frage, können wir das hier anzünden? Ja, das können wir anzünden. Wie geht's weiter? Das haben wir beleuchtet. Ich sehe jetzt nichts, wo wir hier mit Seilen machen könnten. Ich möchte jetzt da nochmal runterschießen. Und gucken, ob da irgendwas geht. Kann ich hier rüberspringen? Okay, das geht auch nicht. Okay, auch nochmal anzünden. Die Frage ist halt einfach, können wir hier was anderes machen? Erstmal hier wieder anzünden. Hoch. Dann hier hoch. Weil wir können das ganze Sach hier bewegen, aber ich frage mich halt jetzt echt, wie kommen wir darüber? Ist da irgendwas oben? Okay, mal gucken. Vielleicht da drüben, kann ich damit was machen? Auch nicht. Nee, das Seil. Ich wüsste halt nicht. Ich glaube nicht, dass wir darüber kommen. Ich denke mal eher, dass wir jetzt dafür. Ah. Ja. Ich habe es gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber. Ich springe jetzt hier hoch. Und hier hoch. Und ich glaube, wir müssen einfach nur. Ja. Wir können das hier dran festhalten, aber das hat man am Anfang nicht wirklich gesehen. Aber jetzt haben wir es gesehen. Und das war dann auch schon wieder unser optionaler Kram. Und wir gucken mal, was wir hier alles, ja, was wir hier als Belohnung finden. Und wir haben was gefunden für unser Sturmgewehr. Nicht anders, Lara. Tut mir leid. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gleich am Lagerplatz, ob wir dann auch was aufbessern können. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Fähigkeitenpunkt. Ja. Wir hatten ja zuletzt den Kämpfer freigeschaltet. Wo das mit dem Ausweichen war, aber dafür müssen wir erst noch einen Punkt so irgendwie reinmachen. Natürlich hier wieder mit der Axt versetzen. Dreck ins Gesicht werfen. Aber was haben wir hier noch? Hier können wir gar nichts mehr machen, bevor wir den Rang 3 freischalten. Hier könnten wir noch mehr Munition finden, was eigentlich ganz gut ist. Das nehmen wir jetzt auch. So. Damit können wir ab der nächsten. Genau. Ab dem nächsten Fähigkeitenrang können wir dann die Stufe 3 Fähigkeiten erlernen. Hier ist alles freigeschaltet und hier sind die jetzt auch alle frei. Da müssen wir jetzt noch zur Ausrüstung und gucken, ob wir da irgendwas aufbessern können. Beim Bogen ist alles upgraded, hier ist alles upgraded. Wir können der Handfeuerwaffe noch Upgrades verschaffen.
Die Nachladezeit verringern oder einen Schalldämpfer? Schalldämpfer klingt ganz okay. Und bei der Schrotflinte können wir die Reichweite erhöhen. Nochmal Flammenschützer, so wie sich das jetzt anhört. Und mehr Stabilität beim Feuern. Ich glaube, ich werde nochmal diese Brandmunition benutzen. Wer weiß, ob man die nicht irgendwann mal gebrauchen kann. So, damit haben wir hier unser Soll erfüllt und können die Höhle verlassen. Ja, die liebe Lara zündet für uns ein Feuer an, damit wir auch den Weg nach draußen finden. Ja. Die Partikel, sie Licht. Ja, ich weiß, dass wir die Karte angucken können, liebes Spiel, aber das steht im Moment nicht zur Debatte. Wir wissen, wo wir hin müssen. Weil wir müssen da drüben hin und die Überlebensinstinkte sagen uns auch nichts anderes. Aber ich bin halt der Meinung, dass wir sehr wohl auch noch andere Sachen erst noch überprüfen können. Hier im Haus waren wir drin. Hier können wir uns aber nochmal die Pfeile auffüllen. Was wir jetzt in diesem Sinne auch getan haben. Hier sind noch mehr Pfeile. Können wir die auch noch? Nein, Pfeile sind wir voll. Hier sind nochmal Pilze, oder? Nee, die haben wir. Die Pilze haben wir. Damit geht es hier weiter. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Und machen die Tür auf. Da hier vorne draußen schon Gegner waren, rechne ich auch hier drin wieder mit Feinden. Auch wenn man jetzt hier erstmal keine Feinde hört. Sieht es erstmal nach Feinden aus. Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. Okay. Wir wollen jetzt. Keine Ahnung, ich traue denen alles zu, deswegen möchte ich die später nicht irgendwann im Kreuz haben. Ja, das mag jetzt grausam klingen. Aber man muss dem Spiel alles zutrauen. Ausbeuten können wir sie wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt wieder da? Das wäre schon schnell gegangen, wenn jetzt gerespawnt wären, sozusagen. Wir gehen hier hoch. Wir müssen darüber, aber wie? Können wir mit dem Ding hier irgendwas machen? Okay. Also ziehen, stoßen. Timing-Sache mal wieder, wir wissen es. Das könnte ein paar Versuche dauern. Wir ziehen. Und wir springen. Und wir schaffen es mal wieder nicht. Nein. So, muss ich eigentlich schon springen, während ich ziehe? Oh, das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Fast hätten wir den Punkt verpasst und wären wieder abgestürzt. Da. Hier können wir was einsammeln. Das können wir verbrennen. Und auch hier Bergungsgut. So, hier können wir ein bisschen was aufsammeln. Und nochmal was anzünden. Das gibt es dann auch wieder. Als Bergungsgut. So.
Hier ist wahrscheinlich hier ist noch ein Geocoach, richtig? Ja. Oh ja. Okay. Wir sind nicht runtergefallen. Wir kriechen hier weiter. Und weiter. Sieht alles nicht ganz. So toll aus, aber wir folgen jetzt einfach mal den Vögeln zum Ausgang. Und haben die Barackenstadt erkundet. So, ich muss sagen, ich bin überrascht, dass jetzt hier kein Lager ist. Das kommt gleich, eins von beidem. Aber normalerweise, wenn wir so eine neue Region entdecken, haben wir eine neue. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Okay. Noch weiter runter? Oh. Ja, geht jetzt aber sehr weit nach unten. Hier waren wir schon, glaube ich. Hier waren wir schon. Das heißt, wir müssen einfach nur weiter runter. Und auch wieder mit dem Aufzug nach unten. Ich frage mich, wie die so schnell da runtergekommen sind. Weil nach meinen Informationen sind die nicht so gut. Wie Lara. So. Einmal abspringen. Oh, das haben wir jetzt gerade noch geschafft. Sehr gut, Lara. Dann fahren wir mal hier mit der Gondel nach unten. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier kein gutes Ende nimmt. Es ist zu viel Nebel. Ich habe schlimme Befürchtungen.